Einen wunderschönen guten Tag. Die zweite Saison neigt sich dem Ende zu und ihr seht, wir spielen heute gegen die 10-2 Texans. Also wird das ein schwieriges Spiel, definitiv. Wir sind 9-3, das heißt eine Niederlage mehr. Ärgerlich natürlich mit der einen, die wir verloren haben, weil meine PlayStation doof war, was auch immer. Auf jeden Fall, Ross mit dem Return über die 25 bis knapp zu 30, 29. Da fangen wir auch mit unserem Drive an. Mixen durch die Mitte. Wird umgetackelt, allerdings ein neues First Down. So kann man doch direkt mal anfangen, wa? Nächstes Set of Downs. Jerry Jeudy mit einem weiten Catch, aber guter Winkel vom Safety, dass er hier noch getackelt wird. An der 15 allerdings schon. Guter Drive, starke Run-D. J.J. Watt ist im Backfield. Dann Inside, gutes Tackling. Herbert durch die Mitte. Slidet gerade noch rechtzeitig, ohne sich einen dicken Hit abzuholen. Dritter und eins. Mixen über die Linie. Und Jungs, was seht ihr hier? Was seht ihr hier? was ist hier passiert? Bounce. Zu einfach. Das ist zu einfach. Da müsst ihr aufpassen. Gerade in der Red Zone natürlich. Da braucht man nicht viele Yards. Da kann selbst Auden Tate im Slot, der nicht der allerschnellste ist, ganz, ganz schnell für einen Touchdown sorgen. Wie gesagt, das ist zu einfach. Dafür ist er eigentlich auch ein zu guter Spieler. Flüchtigkeitsfehler. Duke Johnson, ihr seht, inzwischen Superstar durch die Mitte und direkt nochmal zweimal Inside Zone. Hat das gereicht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, dritter und eins. Riskanter Ball. Glück gehabt, dass ja, die Tackling-Winkel dieses Jahr ein bisschen tot sind, beziehungsweise ich mit meinen Richtungen auch nicht sonderlich gut bin. Ansonsten wäre das ein Stopp gewesen. Pass in die Flat für 5 Yards, starkes Ding. Motion im Backfield, Jetpass angetäuscht, Inside Zone für Duke Johnson. Bis, dritter und Inches war es. Und, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Einer meiner Linebacker, vielleicht war es Martin, kam da von außen rum und hat einen Tackle for Loss rausgehauen. Das fällt gerade noch so in die Endzone. Da hatte ich eigentlich schon gedacht, wir sind an der 1. Herbert findet Joe Mixon für ein neues First Down, diesmal durch die Luft. Strip Attempt kann hier abgewehrt werden. Eine Kurve, da war mal wieder die Superstar-Fähigkeit von Joe Mixon am Start. Und da noch im ersten Viertel, starken Start erwischt. Natürlich, dieses eine Big Play kann da sehr, sehr, sehr helfen. Ihr wisst alle, es ist einfacher für die meisten von uns von vorne zu spielen als von hinten. Keine Interception, allerdings auch kein Catch. Kann ich mit Leben. Zweiter und 10 von der 25. Duke Johnson durch die Mitte, rammt sich noch nach vorne für wenigstens 2 Yards. Dritter und 8. Watson sucht über die Mitte. Ja, das war ein Panikwurf. Aber dadurch, dass Wilson mit dem Return auch nicht allzu weit kommt, kann man damit ein bisschen viel Fantasie auch von einem Armpunt reden. Also ist das Ganze nicht so schlimm. McKinney nicht schnell genug außen für Joe Mixon. Deswegen hat er die Edge und kriegt ein neues First Down. Erster und 10. Wieder Mixon, diesmal mit meinem super Runstick einfach in die Mitte reingerannt. Ihr wisst, mein Runstick ist nicht der beste. Habe ich hier nochmal bewiesen. Der zweite Lauf, der nicht wirklich wohin führt. Dritter und 5. Herbert Scramble selbst kann gerade so Whitney Merciless umgehen und rutscht für ein neues First Down. Wird dafür allerdings jetzt umgesackt von J.J. Watt. Viele von euch bestimmt Watt-Fans. Zweiter und 15. Powerlauf führt nirgendwo hin. Das heißt, wir haben dritten und 16 von der 27. Herbert versucht selber zu scramblen. Viereck ist zu, Kreis ist zu. Ansonsten sehe ich niemanden, werfe ich den Ball lieber weg. Wir nehmen unser Field Goal, denn damit natürlich 17-0 Führung. Anfang des zweiten Viertels heißt 3-Possession-Game. Also die Texans brauchen den Ball mindestens 3-mal, um quasi auszugleichen oder in Führung zu gehen sogar. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ein bisschen mehr Geduld, dann wäre Hopkins vermutlich frei gewesen. Aber Pass Rush ist auf jeden Fall da gewesen bis jetzt heute. Deswegen kann ich verstehen, dass da nicht allzu viel Geduld da ist. In der Flat gefunden. Ich habe keine Ahnung, was der Wide Receiver da macht. Aber er lässt einfach den Verteidiger komplett frei durch zum Tackeln. Ansonsten hätten es viel, viel mehr Yards sein können. Aber naja, haben wir uns mit abgefunden inzwischen, wa? Lauf durch die Mitte. Wird gestoppt nach einem Yard. Zweiter und 8. Nächster Lauf. Ich habe keine Ahnung, wie das hier letztendlich 6 Yards sein können, aber gut. Bisschen viel Wirrwarr. Watson sucht in der Flat, beinahe Interception auf Davis. Kein Fake, wie ich vermutet hatte, sondern ein tatsächlicher Punt in die Endzone wieder. Deswegen fangen wir natürlich erneut von der 20 an. Gute Start Position. Allerdings, R1 nicht gesehen, komplett offen rechts in der Flat. Mein Fehler, ich lese lieber links, wissen die meisten Leute vermutlich auch. Deswegen, wenn man mir was offen lässt, dann auf jeden Fall rechts, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehe, deutlich niedriger ist. Jeudy fängt den Ball, reicht allerdings nicht ganz. Vierter und 3, auch unser erster Punt muss her. Akzeptabler Punt, nicht besonders gut. Samuels kommt nicht weg, wird gut geblockt. Gibson findet allerdings die freie Stelle nicht. 1,40 noch in der ersten Hälfte. Watson sehr unruhig in der Pocket. Glück gehabt, dass Joyner sich so tief fallen lässt.
beziehungsweise was heißt Glück gehabt. Dumm von Joyner, dass er sich so tief fallen lässt. Stanford Samuels mit dem Tackle, 2. und 9. Watson wieder unruhig in der Pocket, findet Hooper und Hooper haut einen um, haut zwei um und wird dann von LaMarcus Joyner erst getackelt. Vorher ein ganz schönes Biest gewesen auf jeden Fall. Hooper mit einem Possession Catch hier und zack ist man an der 18. No Huddle, ihr seht 23 Sekunden noch auf der Uhr, keine Timeouts. Hier werden noch Audibles durchgeführt. Ich war eigentlich ganz komfortabel in meiner Defense und dann, das ist ein Fehler gewesen. Beziehungsweise haben die Zonen hinten gematcht und oh! Da feiert sich einer dafür, dass man immer noch 10 Punkte hinten lässt, hinten liegt. Und ich meine es jetzt nicht an den Spieler gerichtet, sondern natürlich im Game. Würde ich mich aufregen, falls ich Fan von einem Team bin und der dann feiert. Gerade wenn danach dann sowas passiert. Weiter Screen und wir haben noch 3 Timeouts. Oh, Moment mal. Moment. Ah, 34 zu schnell. Oh, Tackle verhauen. Wir brauchen unsere Timeouts nicht mal. 2 Sekunden noch auf der Uhr. John Mixon mit dem nächsten ewig weiten Touchdown. Ganz krasser Lauf eben natürlich. Und jetzt der Screen, der theoretisch auch nichts anderes ist als ein bisschen verschobener Lauf. Die Uhr ist auf 0 und der Return führt nirgendwo hin. Das war natürlich nochmal sehr, sehr wichtig, um den Vorsprung auf 17 zu lassen. Damit gehen wir auch in die Hälfte. Sehr, sehr Glück natürlich, dass da die ganzen Blocks gesessen haben. Da waren wirklich 4 oder 5 Blocks, die genauso sitzen mussten, damit das Ganze funktioniert. Und die haben alle gesessen. Ja, manchmal funktioniert alles, manchmal funktioniert gar nichts. Bei dem Screen gerade hat einfach alles funktioniert. Lauf durch die Mitte. Duke Johnson noch nicht wirklich drin im Spiel. Gerade natürlich, wenn man es vergleicht mit Joe Mixon. Vielleicht auch ein bisschen schwerer Vergleich. Oh, einfach weit gepfeffert auf meinen besten Cornerback. William Jackson, der Dritte mit dem Pick, wird direkt danach umgetackelt, aber trotzdem die nächste Interception. Durch die Mitte, Joe Mixon, hier hätte ich den vielleicht versuchen sollen, nach rechts zu ziehen, aber hat nicht ganz geklappt. Wie gesagt, mein Stick ist nicht sonderlich gut. Jerry Jeudy mit dem nächsten Catch und dem nächsten First Down hat sich über die Saison ja zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Auden Tate ist auch noch da, heute schon einen Touchdown erzielt und trägt uns jetzt in die Field Goal Range. Joe Mixon durch die Mitte, rammt sich noch in irgendwen rein, 2. und 4, Blitz. Herbert findet Morgan, Stanley Morgan Jr., Held der letzten Saison. Dieses Jahr nicht so viel drin. 2. und Goal. Toss. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat Laurel diesen einen Schlenker nach innen gemacht. Wenn er den nicht macht, ist er da zum Tackeln. Da muss ich auf den Stiffarm hoffen oder nicht. Aber er hat diesen einen Schlenker nach innen gemacht, weil er Angst hatte, dass ich nach innen abdrifte. Und deswegen hatte ich auch da ein bisschen Glück natürlich. Hat er sich verspekuliert. 1. und 10 von der 26. 31-7. Riskanter Ball, den kann man aber auch mal fangen. Merkwürdige Animation, wisst ihr, wenn der Receiver immer schon am Runterkommen ist und dann auf einmal gegen die Schwerkraft nochmal ein Stück nach oben rutscht. Ich hasse das, ich mag es nicht, sieht hässlich aus. Watson, das hat nicht gereicht, glaube ich, wa? Ein bisschen früh der Slide. 4. und Inches, no huddle. Line slidet, Henderson ist in Position, audible erfolgt. Und Watson findet niemanden und wird umgesackt. Das ist natürlich arg ärgerlich. Yannick Ngakoue mit seinem ersten Sack. Denn so sind wir direkt in Field Goal Range. Leggett mit einem Catch. Beinahe ein neues First Down. Aber wie gesagt, das dritte Viertel läuft gleich aus. Und wir sind in Field Goal Range. Joe Mixon mit einem neuen First Down. Lauf über außen. Gut verteidigt von J.J. Watt. Der führt diesmal nirgendwo hin. Allerdings nach dem Play nur noch 6 Minuten. Ihr seht wieder das gleiche wie bei dem Touchdown vorhin. Deswegen audible. Wir werfen den direkt raus. Auden Tate nimmt ein bisschen eine merkwürdige Route. Und es war ganz, ganz merkwürdig, wie er da an 21 noch vorbeikommt. Aber vom Prinzip her hat es funktioniert, sage ich mal. Egal, wie hässlich es aussah. 5 Minuten noch zu spielen. Beinahe gesackt worden. Jerry Jeudy, wenn er springt, ist es vielleicht ein Touchdown, so sind wir an der 1, müssen wieder versuchen, uns durchzubomben, ja, Joe Mixon mit seinem, ich glaube, 4. Touchdown heute, Moment, ja, 4. Touchdown, der lange Lauf, der lange Screen und jetzt 2 Goal-Line-Touchdowns, ich glaube, er hat auch Spieler der Woche in der AFC gekriegt, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen, was hier gerade passiert ist, wir gucken es uns nochmal an, sauber Jermaine Pratt, starke Mission. Das war eigentlich eine Pass-Interference, meiner Meinung nach. Aber gut, passiert ab und zu, dass das Spiel das nicht anerkennt. Screen, Jermaine Pratt ist mal wieder komplett lost. Rennt eine Runde um Duke Johnson rum. Keine Ahnung, was da passiert ist. 4:30 noch auf der Uhr, Pass in die Flat. Diesmal Jermaine Pratt da, wo er sein muss. Rennt auch nicht am zu tackelnden Spieler vorbei, sondern setzt das Tackle. Watson wird gesackt von Yannick Ngakoue, der Zweite der Partie. 3:40 noch zu spielen im gesamten Spiel. Risikoball. Aber nicht intercepted. Fake Field Goal. Fairbairn wollte gerade werfen, der wäre vielleicht sogar auch angekommen, aber ihr wisst, die Wurfanimation manchmal ein bisschen langsam und deswegen wurde er dann zu Fall gebracht hinter der Line of Scrimmage. So oder so auf jeden Fall Turnover on Downs. Herbert sucht, findet in der Flat,
Drew Sample einfach, damit die Uhr weiterläuft. Letzter Snap vom 2-Minute-Warning. Herbert selber am Sliden, den hätte ich vielleicht links raustragen sollen. 2-Minute-Warning ist erfolgt. Herbert findet Joe Mixon über die Mitte, der einen dicken Hit von McKinney kassiert. Allerdings uns vorher das neue First Down besorgt. Und hier werden die Timeouts nicht gezogen. Das heißt, wir können das Spiel bereits jetzt abknien. Wichtiger, wichtiger Statement-Sieg. Aber ich kann euch eins sagen. Falls wir in den Playoffs, wonach es momentan aussieht, oder wonach es aussieht, als könnte es passieren, auf die Texans treffen, wird das definitiv nicht einfach. Das war, ich kann es euch aus Erfahrung sagen, ich habe häufig gegen ihn gespielt. Ein schlechter Tag von ihm, sehr guter Tag von mir. Glück dazu natürlich auch noch. Also, ja, da lief schon alles in meine Richtung. Herbert freut sich natürlich, dass er einen super Tag hatte und verschenkt den Ball an einen Fan. Wir werfen heute mal nur einen Blick auf die restlichen Ergebnisse vom Spieltag. Ab nächster oder übernächster Woche werden wir dann ein Playoff-Picture haben. Wir haben die Chargers, die bei den Bills gewinnen, die Eagles, die bei den Buccaneers gewinnen, die Raiders, die bei den Patriots gewinnen. Bis dahin kein gutes Wochenende für Heimteams. Dann haben wir aber zu Hause gewonnen, genauso wie die Panthers gegen die Vikings und die Steelers gegen die Colts sogar zu 0. Die Saints gewinnen zu Hause, nach wie vor nur eine Niederlage für die Saints gegen die Bears. Die Ravens verlieren mit einem Punkt bei den Jaguars, muss ein krasses Spiel gewesen sein. Die Lions gewinnen bei den Packers, die Rams gewinnen bei den 49ers, die Chiefs verlieren bei den Broncos, die Seattle Seahawks verlieren zu Hause zu 0 gegen die Redskins, die Falcons gewinnen mit 3 Punkten Vorsprung gegen die Cowboys, die Cardinals gewinnen 31 zu 10, auch nur eine Niederlage bisher gegen die Dolphins, die Cleveland Browns verlieren mit 7 Punkten gegen die Giants und die Jets fahren nach Tennessee und besiegen die Titans 37 zu 19. Das war's mit der Woche, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neue seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!